meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ich dachte mir, ich nutze einfach mal die Gelegenheit. Wir werden ja mit dieser 17. Folge endlich zur Let's Showplay Folge 150 aufschließen. Und einfach mal aus aktuellem Anlass hier auch gleich auf die Mitbauaktion eingegangen. Die ist ja richtig gut bei euch angekommen, das freut mich. Und es sind auch schon fleißig Antworten eingetrudelt. Ganz dickes Danke hier an Let's Rock Minecraft und sein Team, Iris Virus, Basti14, Venilol und ich hoffe alle anderen, die einfach auch dabei waren. Die haben nämlich auf ihrem Server mal richtig losgelegt, haben meine Welt darauf gepackt und da ganz kräftig gebaut. Im typischen Stil von Let's Rock Minecraft haben die da also eine kleine, ganz, ganz kleine Version, eine Enklave von Adrundal hingestellt. Finde ich richtig klasse, hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch am Sonntag mal eine Stunde auf dem Server zu Besuch, habe mich da umgeguckt, hat mir alles sehr gut gefallen und dickes Danke dafür, Jungs. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich werde mich heute auch noch, nachdem ich jetzt hier das gute Zeilen, schlechte Zeilen aufgenommen habe, dran machen, ein Tutorial zu machen, wie man selber, wenn man jetzt nicht direkt ein Video machen kann, um seine Bauten vorzustellen, was man da macht in meiner Welt, wie man das einfach mit einer Diashow macht. Ja. Steigen wir jetzt aber ein mit den Kommentaren zur Folge 141, Dutchman im Schweinehimmel. Da habe ich mich ja einfach ein bisschen in der Nähe des, nicht des Berberdorfes, sondern der Spinnenhöhle herumgetrieben. Und wir haben einfach da das Tal noch ein bisschen erkundet und begrünt, da wo also die Strecke, die Minecart-Strecke von der Spinnenhöhle zum Rittersaal, zum Maison Maginot entlang läuft. Ja. Okay, hier wieder das Thema mit echte Fans schauen auf. Na, ja. Aber das ist ja, liegt Gott sei Dank durch. Geile Folge, deine Folgen werden von Mal zu Mal besser. Danke, das freut mich. Wirst du es noch zu was Großem bringen? Also 1000 Abonnenten sind ja schon mal eine Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dickes Danke auch nochmal von mir dafür. Und vor allen Dingen die Viewzahlen entwickeln sich in letzter Zeit erfreulich. Ihr wisst, wie ihr mich da unterstützen könnt, ne? Daumen hoch, favorisieren, empfehlt mich weiter, gebt Kommentare und gebt auch zu den Kommentaren, wenn sie euch gefallen, ruhig einen Daumen hoch. Das mache ich nämlich selber ja auch gerne, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt. Was haben wir hier noch? Ja, König der Überlänge, das habe ich mir auch inzwischen auf meine Kanalseite geschrieben. Freut mich, dass das euch so gefällt, obwohl ich manchmal ein bisschen immer noch nicht den Verdacht los werde, dass ich euch da ein bisschen viel zumute. Aber gerade auch nochmal die Kommentare zur letzten Folge. Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Da scheine ich offenbar auf dem richtigen Weg zu liegen. Freut mich, passt. Was haben wir hier? Genau, von Yuyo404. Dutchman, was würdest du eigentlich lieber spielen? Trackmania 2 oder Minecraft? Ist eine interessante Frage, weil Minecraft spiele ich eigentlich, so wie alle anderen es eigentlich auch spielen. Gut, nicht unbedingt auf dem Server oder gar nicht auf dem Server in meinem Fall, sondern ausschließlich meine Singleplayer-Welt, wo ich halt rumlaufe und baue. Was ich halt noch zusätzlich mache, ist das Let's Play oder Let's Showplay, dass ich halt die Videos dazu mache. Hat aber ja mit dem eigentlichen Spielen von Minecraft nicht so sehr viel zu tun. Also eigentlich spiele ich Minecraft wie fast jeder andere auch. Und Minecraft Let's Plays gibt es ja nun auch nicht gerade wenige. Mit Trackmania war das ein bisschen anders. Denn das habe ich gerade in den letzten Jahren kaum gespielt, bin also on- oder offline Rennen gefahren oder da auf Servern aktiv gewesen und so, sondern bin ja sehr schnell dazu gekommen, mich auf das Video machen zu konzentrieren.
was eben auch in Trackmania sehr wenige machen. Mal abgesehen davon, dass viele halt ihr Gameplay oder ihre Rekorde, ihre Rekordfahrten auf ihren Tracks oder auf anderen Tracks in sogenannten Camp 2 Videos einfach festhalten und veröffentlichen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht unter Videomachen. Bei mir geht's halt beim Videomachen eher sowas um Story-Videos, Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe mich außerdem viel in Community-Projekten engagiert oder da gearbeitet. Ich war halt Moderator bei Deep Silver, dem Publisher von Trackmania United, dort im Forum. Und habe zum Beispiel eben auch beim T-Maniacs-Blog viel mitgearbeitet, da bei den Contests mit organisiert, beim Adventskalender mitgemacht und so weiter. Hab da eine eigene Kolumne geschrieben über Videos, Trackmania-Videos, na, halt die Klassiker vorgestellt und die guten Videos aus aktueller Zeit vorgestellt, beschrieben, was einem als Videomacher daran gefällt, warum das Video was Besonderes ist und so weiter und so fort. Na, hab auch so über Trends geschrieben, wie sich Videos halt entwickelt haben über die Jahre in Trackmania. Da halt über ein Jahr lang einmal wöchentlich eine Kolumne geschrieben. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, gespielt, sprich gefahren, Rennen gefahren und Strecken gebaut, habe ich also in Trackmania sehr wenig. Und das ist ein Unterschied halt zu Minecraft. Das spiele ich ja wirklich. Und von daher ist die Frage, was würdest du denn eigentlich lieber spielen? Ja, eigentlich so als Frage ja, nicht zu beantworten. Auch wenn die Antwort hier ja doch eine sehr interessante ist. Ne? wann gab es das letzte Mal zum Runterladen? War es Folge 50 eben, jetzt Folge 100. 150, Entschuldigung, da gab es die Welt nochmal eben zum Download. Das hat sich ja erklärt. Was haben wir hier noch? Der Rittersaal, sehr schön. Ja, der ist halt auch noch ausbaufähig. Da wird wahrscheinlich noch was passieren. Gronkh war Folge 194. Ich weiß nicht, welche Folge ich da angesprochen habe. Der hat ja nur auch die 300er-Marke durchbrochen. Ja. Und ja, soweit die Folge 142. 141. Jetzt müssen wir hier schnell zusehen, dass wir da hinkommen. Zack, 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 zack. Da haben wir es. 142. More Minecart-Strecken. Da ging es darum, genau, da habe ich die Strecke von der Spinnenhöhle zum Rittersaal gebaut. Diesmal ohne Zeitraffer in normalem Tempo. Und ich habe im Kommentar gefragt, richtig, Gottes Willen, das ist ja auch so eine Sache, die hier hinten runtergefallen ist einfach. In der Bewegung, die ich hatte in den letzten Wochen. In dieser Folge 142 habe ich davon erzählt, dass also ein Shop an mich herangetreten ist. Ja, ganz allgemein erstmal angefragt hat, mich sponsern oder mir was sponsern, irgendwas zusammen machen. Ist also noch nicht mal klar gewesen, ob ich Minecraft-Keys bekomme, die ich verschenken kann oder ob ich es einfach günstiger kriege, wie auch immer. So als Giveaway, und das habe ich also auch mal zum Anlass genommen, mal ein bisschen was über Giveaways zu sagen, was ich davon halte und wie es persönlich halt mal bei mir da mir aussieht. Darauf bezieht sich also hier auch dieser Kommentar. Na, der Shop ist nicht i33z, sondern, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie der heißt, entschuldigt, ich müsste nachgucken. Also ich finde nicht die Sache, wie es aber Minecraft gemacht hat. Ja, da wäre halt die Idee, dann die Keys zu verlosen, da irgendwie einen Contest oder einen Wettbewerb zu machen. Ist natürlich immer eine Sache. Diamantenrüstung, ach ja, da bin ich halt auch relativ häufig von der Minecart-Strecke oben runter geplumpst, aber ich komme halt immer noch wunderbar mit einer Lederrüstung aus, also von daher, zack. No.
Ja, es gibt keine schlechten Minecraft-Welten. Auch nochmal ein Thema, erinnert mich auch an den Crab Map Check, nicht Crab Mac Check. Das wäre ja eine Anspielung auf McDonald's. Nein, Crab Map Check. Zungenbrecher, aber so heißt er nun mal. Der steht ja auch noch aus, da muss ich mich auch noch dran setzen. Wie gut, dass 1.8 jetzt doch nicht am Wochenende gekommen ist, sonst müsste ich mich ja jetzt damit beschäftigen. So habe ich ein bisschen Zeit, hier einfach Sachen aufzuholen. No? Let's Rock Minecraft, meine Welt ist total blöd, nirgends gibt es geile Höhlen, dafür gibt es umso geilere Bauwerke. Ja? Basti 14 und Real Goran hier, Let's Rock Minecraft, haben sich hier einen kleinen Scherz erlaubt. Was haben wir hier? Ja, Iris Virus spricht hier Trackmania an. Spricht hier ein Video an. Trackmania, die Kameraführung, das ging schon in Trackmania Original und Trackmania Sunrise, also schon vor 4, 5 Jahren. Ja. Dass man da die Kamera frei bewegen konnte. Dieses Ingame-Tool, was Trackmania da hat, nennt sich Media Tracker, ist eine richtig geile Sache. Würde ich auch bei vielen anderen Spielen sinnvoll finden, dass man nämlich einfach eine Aktion, die man gemacht hat, oder ein Level, den man durchgelaufen hat, oder sonst was, dass man den einfach aufzeichnen kann. Jetzt nicht als Video, sondern wirklich die Aktion 3D in der Welt und eben den eben wie immer wieder ablaufen lassen kann und eben den ganzen Ablauf dann, ja, wie in der Videosoftware, kann ich dann eben halt frei eine Kamera positionieren und bewegen und krieg erst dann, wenn ich dieses Replay dann rendern lasse, ein Video erzeugen lasse, kriege ich dann erst ein Video mit eben genau den Bildern, die ich haben will. Ich bin also nicht auf Fraps angewiesen. Ich brauche keinen Kameramann, der da dann 3 Stunden lang in der Gegend rumsteht, so wie hier bei dem Zeitraffer-Video von Let's Rock Minecraft. Iris Virus, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es genau hochgeladen hat, aber von dem Team, von dem Server dort und so eine Sachen, sondern kann eben eine Kamerabewegung auch wirklich ausarbeiten. Mach sie einmal, schau mir das an, gefällt mir nicht, ändere hier ein bisschen was, ändere da ein bisschen was, passe was an, schau mir das wieder an und so weiter. Ja. Und so erzeuge ich das Video eben erst, wenn die Kamerafahrt richtig fertig ist, wenn ich genau die Bilder haben will, die Bilder habe, die ich haben will. Und erst dann mache ich das Video und dann geht es eben in der Videobearbeitung weiter. Das ging also schon in Trackmania Original und Trackmania Sunrise. Und ja, wer einfach mehr dazu sehen will und auch ein bisschen so einen Überblick einfach mal haben will, Trackmania-Videos, dem kann ich, wie gesagt, eben nur die Kolumne empfehlen im T-Maniacs-Blog, den Director's Cut. Ja, hat man eine Weile zu lesen. Es sind über 50 Folgen, in denen jeweils so 3, 4 Videos vorgestellt werden. Von den Anfängern von Trackmania-Videos aus dem Jahr 2005 über die ganzen Klassiker und eben damals 2010 aktuelle Videos werden da eben vorgestellt. Also wer sich da richtig in die Materie mal einarbeiten will und einfach nur so die besten, sage ich mal, soweit man da beste nominieren kann, die besten Trackmania-Videos sehen will, dem kann ich das nur ans Herz legen. Die Adresse www.tmaniacs.com. .de, dann kommt ihr auf das T-Maniacs-Blog. Da findet ihr auch ganz aktuelle und gut recherchierte Informationen zu Trackmania 2. Ja, das auch nochmal nebenbei als Tipp. Ja, ich denke mal, das mit Giveaway hat sich ja erstmal erledigt. Ihr habt die Mitbauaktion, ne? Und ja, die schönsten Bauwerke stellt ihr halt selber auch in Videos vor. Da braucht ihr natürlich keinen Key mehr. No. Lugi fragt hier, ja, schon wieder super Folge. Es ist 0:58, also auch so eine Nachteule wie ich, hat auf das Video gewartet. Die Minecraft-Station, ich nehme mal an, du meinst die Minecraft-Station. Na.
Da habe ich ja dann gezeigt an der Ritterhöhle, wie ich dort die Minecart-Station baue. No. Genau, das war Cellstore, der Laden, von dem ich da das Angebot bekommen habe, beziehungsweise war noch gar nicht mal ein konkretes Angebot, sondern einfach nur die Anfrage, ob man was machen möchte, könnte, vielleicht zusammen irgendwas in die Richtung. Entschuldigung. So, ich kann das Headset-Mikrofon hier nicht einfach muten, deswegen muss ich da immer so einen Klimmzug machen. Ja, hier Minecraft-Experte.de hat also auch das Angebot bekommen. Er macht dann zum Beispiel eine Competition, wer den schönsten Screenshot von seinem Server macht. Ja. Sucht auch nach einem Intro, macht da vielleicht was in die Richtung. Wenn ihr da Interesse habt, informiert euch einfach bei ihm. Da wird er sicherlich auf seinem Kanal was dazu geschrieben haben. Unbreak Gamer hier. Hey Dutchman, das mit den Keys wäre echt nice, aber ich denke, du sollst damit machen, was du willst. Ja, haben werde ich auch. Und wie gesagt, wenn du keinen Bock auf so eine Aktion hast, gib die Keys deinen Freunden. Ich habe ja noch nicht mal Keys bekommen. Das ist es ja. Ne? Und mit Giveaways bin ich halt, wie gesagt, der Meinung, dass ich euch da Besseres und vor allen Dingen andere Sachen als andere Let's Player da geben kann. No. Gut, schauen wir mal weiter. Folge 143. Wir wollen ja hier auch mal vorankommen. Genau, TM2 Giveaways und ein LPR ohne Ständer. Da habe ich halt das Thema Giveaways nochmal angesprochen und ja, auch recht genau eigentlich erklärt, wie ich dazu stehe und ja, was es für mich bedeutet, warum ich eben zum Beispiel keine Giveaways machen werde, machen würde. Ja, der LPR ohne Ständer, das war jemand, der sich bei mir gemeldet hat. Ich habe einfach mal auf seinen Kanal geguckt und ja, er sprach halt über seinen Mikrofonständer, Leute. Ja? Ja? Die Möglichkeit zum Missverständnis hier im Titel der Folge ist beabsichtigt, ist Intention, aber es geht um einen Mikrofonständer, den der arme Junge da vermisst. Tolles Mikrofon hat er, nur der Ständer dazu fehlt ihm. Ja. War für mich einfach mal ein schöner Aufhänger. Ich habe gefragt, ob ich das machen darf. Er hat ja gesagt. Und von daher passierte alles mit seinem Einverständnis. Ne? Ja, Superlutsch schreibt hier schon wieder eine Folge. Er war gerade froh, dass er die beiden letzten zu Ende geguckt hat. Jetzt muss er schon wieder eine. Sein Tipp: Folgen kürzer machen, damit du noch welche Vorlagen, wenn du Trackmania spielen wirst. Ja, werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube einfach, oder ich fühle mich einfach in diesen langen Formaten am wohlsten. Jetzt immer darauf zu achten, weil ich eben auch gerne abgeschlossene Folgen mache, vom Thema her und von der Handlung her, vom Bauen her. Ja, und eben nicht gerne so wie die meisten anderen eben. Ich möchte mich ja gerne immer von allen anderen abheben. Kann ich auch als Tipp nur so weitergeben, dass man sich halt von der Masse abheben muss als Tipp für Let's Player. Da muss man immer ein bisschen was Eigenes haben, was einen eben von den anderen unterscheidet. Und bei mir sind es eben, dass ich abgeschlossene Folgen mache und nicht einfach nach einer Viertelstunde da den Hammer fallen lasse und vielleicht einfach mal gerade nicht mitten im Satz abschneide, sondern so am Satzende und dann zack. No. Das ist es bei mir. Von daher wird es also bei mir schon immer längere Folgen geben. Ja, Mikrofon hatte ich ja zwischendurch schon mal angesprochen. Ich habe auch inzwischen eine Ursache dafür gefunden, warum ich ab und zu mal immer so leise bin oder bei manchen Folgen so leise bin. Irgendeine Software dreht mir immer wieder mal den Mikrofonpegel runter. Entschuldigung, ich habe da den Movie Maker im Verdacht, wenn ich den zwischendurch mal anschmeiße. Aber ich habe jetzt einfach noch einen Punkt mehr, den ich kontrolliere, bevor ich eine Aufnahme mache. Und von daher hoffe ich mal, dass ich das mit dem Mikrofon so langsam in den Griff kriege. No? Dann Schmidt 2010. Hallo Dutchman, war bzw. ist wieder mal super Folge. Danke. 15 Minuten hat er noch Vorsicht. Da hat also jemand wieder einen Kommentar geschrieben, bevor ihr die Folge zu Ende geguckt habt. Eigentlich grundsätzlich solltet ihr erst Kommentare schreiben, wenn ihr das Video zu Ende gesehen habt. Ja, denn kann immer noch sein, dass da was gesagt wird, was also das vorher Gesagte alles auf den Kopf stellt und so weiter. Und dann steht ihr ziemlich blöd da.
wenn ihr den Kommentar vorher geschrieben habt, ne? Oder müsst den entfernen und jeder fragt sich dann, was für einen Kommentar hat er da entfernt. Na egal. In diesem Fall ist es aber nochmal gut gegangen. Na, er schaut also schon eine Weile zu, ist schon eine Weile bei mir auf dem Kanal, versucht auch die Folgen von hinten ja aufzuholen. Danke dafür. Auch dafür habe ich ja den Marathon gemacht. Auch er hat ja eben auch nochmal die Stimme angesprochen. Ja, das pendelt sich hoffentlich jetzt so langsam ein. Das Thema kriege ich hoffentlich jetzt auf Dauer in den Griff. Shizuku-san, echt hammergeile Folge. Ja, ich werde meine Folge meine Welt bei Folge 150 hochladen. Ja, das haben ja viele gefragt. Ja. Und ja, je mehr Dengo best, desto besser. Ja, Oma 788 hier. Ja. Dann hier Vinilol. Ja, wie gesagt, ich spiele hier rein Singleplayer meine Welt. Und die Stunde, die ich gestern auf dem Let's Rock Minecraft Server war, das war also wirklich die Ausnahme. Ich spiele seit, wie gesagt, Mitte Dezember Minecraft und war bisher eine Stunde bei Let's Rock Minecraft auf dem Server, eine Stunde auf dem XR Server und eine Stunde bei Downy, zwei oder drei Stunden mal bei Downy auf dem Server. Das war aber alles, was ich Minecraft Online gespielt habe. Das wird wahrscheinlich auch sich nicht ändern. Ja, dazu habe ich hier einfach in meiner eigenen Welt viel zu viel zu tun. Ja. Schließt natürlich nicht aus, dass ich mal vielleicht zu besonderen Gelegenheiten oder sowas, wenn es sich ergibt, einfach mal auf einem Server vorbeigucke. Ja, schauen wir mal, das will ich mir natürlich schon offen lassen. Hier habe ich einen Beta-Key bekommen, ohne TM2 vorzubestellen. Ich bin ein richtiger Beta-Tester gewesen bei Trackmania 2. Einer von den wenigen Chosen Few. No. Und jetzt ab 18. ist es ja so, dass man, jetzt ist ja die Multiplayer-Demo raus, da kriegt man den Beta-Key, wenn man TM2 einfach vorbestellt. Kann dann schon erstmal die Multiplayer-Demo zocken und kriegt dann eben sobald verfügbar Trackmania 2. Ich war aber schon ein paar Tage vorher dran, weil ich direkt einen Key bekommen habe für Beta-Tester. Ich war also schon in der Closed Beta mit dabei. Ja. So, Minecart Streckenbau Pictures präsentiert ein Let's Fall mit Dutchman 64. Jawohl, schön. Der kriegt einen Daumen hoch von mir, der Kommentar. Der gefällt. Ja. Kurz und knackig. Schön. ja. Auch das hier, auch nochmal der LPA ohne Ständer. Schön, der Gag hat gezündet. Ja, na, Master Black Classic hat es hier angesprochen. Kleines Let's Show machen. Ich habe ja schon mal ein Trackmania 2 Video gemacht, wo ich einfach meinen ersten Track da vorstelle. In die Richtung, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was, dass ich vielleicht mal zeige, wie ich an der Map baue und so bestimmte Sachen vielleicht austeste oder irgendwas mit dem Media-Tracker mache und so weiter. Mal schauen, was da passiert. Vielleicht lasse ich auch einfach mal ein bisschen Fraps mitlaufen, wenn ich irgendwo auf einem Online-Server mal herumkurve oder herumrutsche vielmehr. Schauen wir mal, was sich da noch ergibt. Was mir da so einfällt. Ne? Da gibt es einfach auch mal einen Daumen hoch für einen Kommentar. Was haben wir hier? Ach nee, nicht schon wieder die Frage nach dem Texture Pack. Leute, es gibt Google und Texture Pack findet man im Allgemeinen unter, ja, im Minecraft Forum. Punkt. Da einfach nach dem Namen suchen, fertig. Das ist die Sache erledigt. Na? Und das von jemandem, der ein LP im Namen hat. Entschuldigung, aber. Also, nee, ich sag jetzt nichts weiter dazu. Nur mit dem Obsidian würde ich das anders machen, wo die untere Reihe Obsidian nochmal. Achso, da geht's um die Ecken oben an der Station. Habe ich ja dann später erklärt in dem Video. Also im Prinzip okay, könnte man austauschen, den Obsidian. Ich lasse den aber einfach mal so dran, so kleine Schönheitsfehler, muss die Welt einfach haben und es gibt ja genug andere Ecken, wo ich dann weitermachen muss.
Genau, die Trapdoor da oben bringt eben, wie gesagt, eigentlich gar nichts. No. Ja, wichtige Frage alle. Schon wieder ein LPR, um Gottes Willen, Leute. Ach. Das, was darunter hängt, ist ein Bild. Das kann man mit Texture Packs so machen. Stichwort Transparenz. Das war jetzt aber der Wink mit dem Zaunpfahl. Also von jemandem, der keine Ahnung hat, okay. Aber da reicht dann auch bitte schön ein Ausrufezeichen und nicht fünf. Ja, wenn, selbst wenn du die Frage nicht beantwortet bekommen hättest, du würdest heute immer noch leben. Ja. Und dann auch wieder hier ein LP im Namen. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass die Leute Ahnung haben. So mal. Ganz ja, naiv gedacht, wenn sich jemand LPer nennt, ein LP im Namen hat, dann. Nee. Darf man doch eigentlich schon erwarten, dass er ein bisschen Ahnung hat. Ja? Gerade sowas, dann passt irgendwie nicht dazu. Egal, weiter geht's mit, ehe ich mich hier jetzt noch groß aufrege, haben wir alle nichts von. Folge 144. Wir wollen ja auch hier mal durchkommen. Nicht, dass wir. Also die Folge wird wahrscheinlich schon wieder eine gute Dreiviertelstunde so in dem Dreh, aber eine Stunde muss es nicht werden. Ja, Folge 144, mal was anderes, vergebliche Höhlenuntersuchungen. Wir sind wieder in dem Tal, durch das die Minecart-Strecke von der Spinnhöhle führt, ein bisschen herumgestreift oder herumgestriffen. Das ist, glaube ich, die richtige Vergangenheitsform. Herumgestriffen. Ich bin halt ein bisschen alte Schule, von daher mag ich eher die gebeugte Form von Verben oder Vergangenheitsformen. Ja, gestreift. Ein Tigerfell ist gestreift, aber wir sind ja halt durch dieses Tal, ja, sind wir auch durchgestreift, durchgestriffen. Ist eine Sache, je nachdem, auf welchem Stand der Rechtschreibreform man ist. Ne? Und ich habe mein Abi halt 1982 gemacht. Ja? Waren noch ganz andere Zeiten. Egal, wirklich schade, dass du keine ordentliche Höhle gefunden hast, aber dennoch gute Folge wie immer halt. Danke dafür. Und eine gute Nachtgeschichte von Dutchman. Was gibt es Schöneres? Ja, wenig. No. Ah, zack, da gibt es auch einfach mal einen Daumen hoch drauf. So. Ja, ich freue mich auch, dass ich keine Hater habe. Ja, auch wenn es ab und zu mal für den Folgen ein paar Daumen runter gibt. Okay, das muss drin sein. Ich muss ja nicht allen gefallen. Und nicht allen muss gefallen, was ich hier mache. Ja, na, auch nicht jetzt Leuten, die schon länger bei mir zuschauen. Ihr habt auch durchaus das Recht, dass euch eine Folge mal nicht gefällt. Ganz klar. Na, schön oder interessant wäre es nur, wenn man halt wüsste, warum der Daumen runtergekommen ist. Sprich genau, was euch da nicht gefallen hat. Kann man dann einfach nochmal zur Stellung nehmen und sagen, okay, ist eine Sache, müssen wir halt mit leben, werde ich aber nicht ändern. Oder halt, ja, danke für den Tipp, gucke ich mal in nächster Zeit drauf. Na, so kommt man dann weiter und entwickelt sich und kommt vorwärts. Das ist ja der Sinn im Leben. Na? Hier haben wir zum Beispiel einen schönen Kommentar, schöne Folge wie immer. Allerdings gebe ich Ihnen beim nächsten Mal darauf zu achten, nicht die ganze Folge einen Hinweis einzublenden. Auf Dauer hat es die Sicht eingeschränkt und etwas gestört. Das ist ein richtig Kommentar. Zack, hier, Daumen hoch dafür. Weil er spricht was an, was ihn gestört hat. Und gibt eben auch gleichzeitig dann die berühmt-berüchtigte und immer wieder erwünschte konstruktive Kritik. Leute, so sieht sowas aus. Konstruktive Kritik, das ist etwas, was jeder YouTuber gerne sieht. Ja, weil das hilft einem weiter. Ja, gibt wieder eine Sache, die man beim nächsten Mal besser machen kann. Wunderbar, Daumen hoch dafür. So, na, muss ja auch immer was Positives dabei sein. So, da, machst du aber mit keinen Ofen bei der Minecart-Station. Ja, ich habe halt, wie er hier auch schon schreibt, lieber ein zu viel als ein zu wenig. Irgendwas findet sich immer, was man da brutzeln kann. Na, ja, er hat keinen MC-Key. Pech. Na, die Dinger gibt's zu kaufen. Ganz einfach. Gibt auch 1000 Videos bei YouTube, wie man so einen Key kriegt, auf legale Weise. Ja?
Notch hat das Geld ja auch wirklich verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Also 15 Euro ist das Spiel oder 17 Euro inzwischen ist das Spiel ja auf alle Fälle wert. Nur ein Hater, nicht unbedingt hier. Der einen Daumen runter habe ich da, glaube ich, bekommen, aber egal. Hier auch nochmal, Hummer 788. Mit der Titel, die Sache mit dem Text. Jawohl, da sind wir auch dadurch. Halbzeit, Folge 100. Rengel, Dengel, Dengel. 145. Terraforming mit TNT, Teil 2. Ja, Teil 2 deswegen, weil ich das irgendwann bei Folge 130, Pi mal Daumen, ja schon mal gemacht habe. Da, wo wir uns die Durchfahrt gesprengt haben für das Boot. Dass wir also vom Brückenhaus am TNT-Tunnel rumfahren können mit dem Boot entlang der Minecart-Strecke Richtung dem Kloster von Eudong und dann Eudong, nicht Eudong, und dann weiter zur Minecart-Station am Berberdorf. Na, da haben wir mit TNT einfach mal ein bisschen Strand weggesprengt und eine Durchfahrt fürs Boot geschaffen. Deswegen jetzt hier Terraforming mit TNT Teil 2. Wo wir an der, was ist das, an der Residenz Ransa, ja, genau, die Minecart-Station gebaut haben und da eben eine schöne Einfahrt gemacht haben. Ja, ja, Joku, wieder mal eine späte Folge Dutchman, du hast meinen Abend gerettet, machen wir doch gerne. Ja, schönes Video. Was nimmst du nach den nächsten Ereignissen an größeren Projekten in Angriff? Sprich 150. Folge. Ja, 150. Folge, den Marathon. Ein wirklich großes Projekt. Und ja, in der Welt an Bauprojekten steht halt noch eine ganze Menge aus. Da ist am Berberdorf noch einiges zu tun. Da gehört oder wird dann ja noch eine Minenarbeitersiedlung entstehen. Ja, denn die Höhlen dort werden also als Minen ausgebaut. Dann ist noch zu bauen die Korvette, ganz großes Projekt. Wo wir gerade bei Schiffen sind, zwei Wikingerschiffe, ja, ein Erkundungs- oder Kriegsschiff und ein Handelsschiff werden gebaut und eine Hansekogge dann im Hafen von Neptunsdank. Ja, das Kloster von Eudong, da muss auch noch einiges passieren, da ist noch gar nichts, da habe ich nur mal ein paar Kisten mit Material hingestellt. Also zu tun und Bauarbeiten gibt es mehr als genug, ne? Minecart-Strecke muss auch noch gebaut werden von der Strandhütte zum Creeper Memorial und von dort eben nach Neptunsdank, ne? So eine Sachen. Also, zu tun ist in der Welt noch mehr als genug. Na, da brauche ich mir erstmal gar keine Gedanken machen. Und bin mir sicher, dass mir da noch vieles, vieles, vieles einfallen wird. Ja. Das sind ja jetzt hier nur die bekannten und öffentlichen Ideen und Projekte, von denen ich schon mal irgendwas gesagt habe. Ne? Was ich noch auf der Liste habe von den Sachen, wovon ich noch gar nichts erzählt habe. Davon wisst ihr ja noch gar nichts. Okay. Nehmt es einfach erstmal so. Egal. So, ich werde nach der Folge hier auch einen kurzen Break machen mit der Aufnahme, damit die Stimme auch wieder ein bisschen hinkommt. Ich hatte heute Nachtschicht, bin direkt von Arbeit gekommen, deswegen, und es ist morgens, und deswegen ist auch, ja, der Bass wieder im Keller dabei. Egal, das Stück hier ziehen wir noch durch. Ja, hier habe ich auch geantwortet, super Folge wieder mal, Vinilol, oder war das hier? Anderes Texture-Pack, jawohl. Hat hier Minecraft-Expert.de vorgeschlagen. Ja, das Texture-Pack von D4L, Down for Life Minecraft, nutze ich ja schon eine ganze Weile. Da wäre es wirklich mal an der Zeit zu wechseln. Und ich bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, mich umzuschauen. DokuCraft wäre eine Sache, wird ja schon bei Let's Rock Minecraft verwendet. Ovos Rustic Pack müsste ich mir mal angucken, beziehungsweise mich generell einfach mal wieder umschauen, was es da an schönen Texture Packs gibt, die eben noch nicht so weit verbreitet sind. Das ist auch noch eine Sache, wo ich eigentlich gerne ein Auge drauf habe. Jetzt bei der Wahl für mein nächstes Texture Pack, wenn ich denn dazu komme, ist ja immer noch so eine Prämisse, die man dabei beachten muss, dass ich halt ein Texture Pack nehme, was ja noch nicht allzu weit verbreitet ist.
na, was man einfach noch nicht so kennt, damit halt eben wieder was Neues dabei ist für euch. Zack, 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 zack. Ja, hier, von German Buildcraft. Wieder gute Superfolge, dass du fast alles anders machst als alle anderen Let's Player. Ja, das, warum ich das anders mache, habe ich ja erklärt in dem Video, Gottes Willen, wie habe ich es jetzt genannt, ist das erste Video in meiner Liste wichtige Basics für andere Let's Player. Ich glaube, Danke und Willkommen habe ich es genannt. Da habe ich mal einfach darüber gesprochen, was ich mir halt für Gedanken gemacht habe, bevor ich mit dem Let's Play oder mit dem Let's Showplay angefangen habe zu Minecraft. No. Genau, und Obi-Wan Kenobi freut sich halt hier über das TNT, der mag das, ich kenne ihn. No. Ich hab mir, war ja auch hier dabei im Projekt South Park, was wir mit X-Rated gemacht haben, mit Trackmania, dass das Story-Video da, aus dem dann leider doch nichts geworden ist, was mein 100-Abonnenten-Special war, die Dreharbeiten dazu, der Kommentar dazu. Da habe ich ihn nämlich mit einer Fritteuse in die Luft gesprengt. Der Kerl steht halt auf Explosion, ist doch wunderbar. Und genau, das Lied mit dem Refrain, Radadazong, Radadazong, weg ist der Balkon, das ist Presslufthammer Bernhard von Torfrock, heißt die Gruppe. Die haben auch zu den Werner-Filmen den Soundtrack gemacht oder einige Lieder beigesteuert. Ja, schaut euch einfach mal um. Und, ja, schöner, trockener, norddeutscher Humor. Ich meine, ihr kennt ja die Werner-Filme und da Gruppe und war eine richtig gute Wahl, die Gruppe dann für den Soundtrack da zu nehmen. Ja, und Presslufthammer haben wir Bernhard. Schaut mal, ob es das bei YouTube gibt. Hört es euch an. Schöner Song. Guti, Folge 145 sind wir damit. Ich mache hier einfach mal kurz einen Break und wir hören uns gleich wieder. So, weiter geht's. Folge 146. Eine weitere Strecke ist fertig. Damit ist gemeint natürlich die Strecke von der Spinnenhöhle zum Rittersaal, zum Maison Maginot und sogar dann weitergebaut bis zur Residenz Ransayer. Was haben wir hier? Kann es sein, dass YouTube neue Schriftart hat? Ja, keine Ahnung. Achso, okay, ja. Daran lag's. Venelol, super, super geile Folge. Freue mich schon so mächtig auf die 150. Folge und das Special. Ja, kam ja dann der Marathon. Wunderbare Folge. For More to Come. Ja, da geht also schon der Countdown los. Geiles wieder, aber Pumpkins locken Creeper an. Das wäre mir was Neues. Muss ich ehrlich sagen. Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe in jeder Hütte eine Pumpkin-Laterne drin und habe in meinen Häusern keine Creeper. Also, na, und selbst da an der Ecke macht nichts, dann tanzen die halt da unten an dem Felsvorsprung rum. Ich bin aber zu hoch, dass sie da also auslösen. Also von daher, und was eben von oben über das Glas kommt, das plumpst eben runter und steht dann unten. Wie gesagt, ich kann es so nicht bestätigen, habe davon nie was gelesen oder gehört, dass jetzt speziell Pumpkin-Laternen-Creeper anlocken sollen. Keine Ahnung. Ich fürchte mal, das ist so ein unbestätigtes Gerücht. Eine Urban Legend. Eine Minecraft-Urban Legend. Egal. Dann hier, zack, zack, zack. Ja, fände es toll, wenn du mir mal Bewertungen zuschicken, wenn du dir mal bebaute Welten deiner Zuschauer schicken lassen würdest, die dann mit Aufnahme besichtigen würdest. Meinst du jetzt, dass ich andere Welten vorstelle? Oder sowas. Let's Show andere Welten. Nicht uninteressantes Projekt oder nicht uninteressante Idee. Aber die Zeit geht mir. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, interessante Idee für ein interessantes Projekt. Weil ja der eine oder andere ja doch ja seine Welt selber vorstellt als Let's Show und dann aber vielleicht doch nicht die Leute erreicht, die er erreichen möchte, also jetzt von alleine von der Anzahl her, wer bei mir oder bei einem anderen Minecraft Let's Player, Let's Shower,
der schon eine gewisse Zuschauerzahl hat. Auch ein interessantes Projekt, also wer immer mag, kann sich da, denke ich mal, an dieser Idee auch gerne bedienen. Es gibt, glaube ich, sogar ein paar Kanäle, die sich darauf spezialisiert haben, Let's Shows zu machen von Welten anderer Minecraft-Spieler. Müsst ihr mal ein bisschen nachforschen. Ein Tipp wäre, mal nachzugucken unter minecraft.de. Immer eine gute Quelle für solche Sachen. Ja, weil die Leute, denke ich mal, da bestimmt dann auch auf ihren Kanal aufmerksam machen, wenn sie mit dem Thema unterwegs sind. Was wurde hier als Spam gekennzeichnet? Scheibenkohl? Ja, okay. Wie gesagt, ich muss halt keine. No? Muss ich halt nicht benutzen. Deswegen sage ich ihm auch öfter Scheibe. Ihr wisst, alle wisst, was gemeint ist, aber niemand kann sich darüber aufregen. Und es ist wieder mal eine Sache, die ich anders mache als alle anderen. Ich erinnere nochmal an RTL. Wie viele haben da in den Foren oder halt auch hier bei YouTube geschrieben, dass sie RTL Scheibe finden? Muss nicht sein. Geht auch so und jeder weiß trotzdem, was gemeint ist. No? So viel nochmal dazu. TFV TV. Hier das Angebot, fragt doch einmal in einer Folge, ob jemand mit einer Webseite helfen würde. Er hat selber Erfahrung, WordPress, HTML und so weiter, würde gerne helfen. Halt mit meinem Programm, was ich hier inzwischen habe, würde sich eine Webseite lohnen, meint er. Müsste man mal gucken, ob es wirklich Sinn macht, den ganzen Inhalt nochmal auf einer Webseite extra zusammenzufassen. Es ist nämlich natürlich Aufwand, den man zusätzlich damit hat. Wie gesagt, eine eigene Seite habe ich noch nicht. Noch, kann noch sein. Im Moment ist eben noch alles hier bei YouTube. Passt ja auch soweit, funktioniert ja auch alles. Und eine eigene Webseite, ja, da müsste halt eben wirklich ein Grund dafür da sein, Sachen, oder Dinge, die ich eben bei YouTube nicht machen kann. Ja, für so eine Sache muss erstmal der Bedarf da sein. Warte ich halt immer noch auf gute Gründe, für sowas eine eigene Webseite zu machen. Weil es ist, wie gesagt, Aufwand, nicht zu knapp, denn das Ganze soll ja eben auch richtig gut aussehen. Er bietet ja auch seine Unterstützung an. WordPress kenne ich ein bisschen als Anwender, weil ich halt fürs T-Maniacs-Blog da die Kolumne geschrieben habe. Das wäre also nicht so das Problem. Grafikprogramm kann ich halt auch umgehen und halt Themen ausknobeln und so weiter. Würde ich schon hinkriegen, so ein Konzept auch stricken, dass das eben Hand und Fuß hat. Design, ja, HTML und so weiter habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Also das wäre nicht so das Problem, das praktische umzusetzen. Eine Sache ist erstmal der Aufwand. Das ist natürlich alles Zeit, die ihr dann eben hier vom Let's Play und von Trackmania und was weiß ich und YouTube alles dann abgeht. Und ich habe oder sehe eben auch noch nicht wirklich den drängenden Bedarf für eine Webseite. Gute Gründe für eine Webseite. Na, und ist schön oder wäre schön, ist für mich eben kein dringender Grund, was zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich Sachen habe, die wichtig sind und für die ich wirklich gute Gründe habe, was zu machen. Na, wie zum Beispiel eben so eine Sache wie den Marathon und Pipapo. Ne? Oder was ich halt noch so mache, von dem ihr halt noch nichts wisst, weil das alles noch Sachen sind, die in Vorbereitung sind. Freut euch drauf, da kommt noch was. Ja, wie gesagt, also eigene Seite habe ich noch nicht. Hier haben wir es. No. Momentan reicht eben das, was bei YouTube ist, aus. Ich meine, und seien wir mal ehrlich, wenn ich mir so manche Fragen angucke, die Leute gucken ja noch nicht mal bei YouTube richtig auf der Kanalseite nach oder in den Videos nach oder in den Kommentaren oder in den Beschreibungen nach. Warum sollten sie dann auf einer Webseite nachgucken? No? Mal wieder ein bisschen boshaft in diese alte Wunde hineingehauen. Da etwas Salz reingestreut. Naja. Der Ausgang von der Minecraft-Strecke ist
Hier haben wir noch Thema Fail, ne? Es ist eine Minecart-Strecke, nicht Minecraft-Strecke. Dass der nicht symmetrisch ist, ja, egal. Und ich habe eine Fackel falsch gesetzt. Kommt einfach vor. Dafür habe ich sie schnell hintereinander gesetzt. Das hätte auch 3 Stunden länger dauern können. Ja, und, na, egal. Na, also so kleine. Ja, Lacks of Perfection, sag ich mal. Also kleine Fehler erlaube ich mir da einfach durchaus. Da kann ich auch wunderbar mit leben. Ja. Es gibt genug Wichtiges anderes zu tun. Ja, das ist die Sache. So, Folge 147 haben wir inzwischen erreicht. Wir kommen ja doch so langsam vorwärts. Dann Sirius vorhin, aber hab's noch nicht zu Ende gesehen, aber bei circa 8 Minuten schon wieder einer, der kommentiert, bevor er das Video vollständig gesehen hat. Ich bin mir fast sicher, ich hab's im Video danach erklärt, wo ich das Wasser her habe, dass das aus einer Mitbauaktion kommt, dass nicht ich das reingecheatet habe. Ja, da haben wir es wieder. Leute, seht die Folgen komplett an, bevor ihr einen Kommentar schreibt. Ja, macht euch meinetwegen vorher den Notepad auf, dass ihr da euch dann schon mal Stichpunkte notieren könnt, damit das nicht vergesst. Aber schaut bitte die Videos zu Ende an. Sonst wird das hier peinlich für alle Beteiligten. Wie in diesem Fall zum Beispiel. Wenn ich tatsächlich gesagt habe, dann 5 Minuten später im Video, wie ich an das Wasser gekommen bin. Und ich hab's ja schon vorher gesagt und dann. Egal, ne? Hier haben ja dann auch meine Stammkommentatoren schon gleich entsprechend geschrieben, ne? Auch bei der. Ja, gut, bei der Mitbauaktion. Jetzt, da stellt ihr ja eure Welten selber vor und schickt sie mir nicht zu. Ja. Bitte nicht mir eure Welten zuschicken, damit ich sie in der Mitbauaktion dann vorstelle, sondern macht bitte selber eine Videoantwort. Gibt von mir noch ein Tutorial dazu, wie man das also mit ganz einfachen Mitteln selber machen kann, selbst wenn man also selber keine Videos aufnehmen kann, sondern dass man das einfach als Diashow macht. Da ist alles im Bordumfang oder im Lieferumfang von eurem Rechner mit dabei. Mit Windows, mit YouTube geht das alles. Kann man dann sogar richtig schöne Sachen machen. Ja. Dann haben wir hier 29,50 voll lol. Ja, müsste man sich jetzt die Stelle angucken. Er meint, neun, ach, 9, 29. Minute. Okay, egal. Ja. Ja, hier haben wir nochmal, wie gesagt, nicht gecheatet. Dann lass bitte das hochpixeln, also erhellen. Dabei geht die ganze Spannung flöten. Ich mache das eigentlich, damit ihr mehr seht. Ich mache das nun so gut, dass ihr tatsächlich mehr seht, als ich im Spiel sehe. Aber besser als andersrum, als wenn ihr einen schwarzen Bildschirm habt und ich texte euch dazu. Das habt ihr bei anderen Let's Playern zur Genüge. Und ich mache die Sachen eben halt anders. Deswegen gut, dass er hier die beiden Zirkonflexe dran hat. Ja, dieses Dreieck hier, das ist ein Accent Zirkonflex. Man merkt, meine erste Fremdsprache war Französisch, aber ihr könnt das trotzdem alle wissen und lernen. Na, das soll hier wohl hochgezogene Augenbrauen andeuten und damit eben auch andeuten als Emoticon, dass dieser Kommentar nicht so bierernst gemeint ist, wie er da steht, sondern dass man das eben mit dem Augenzwinkern sehen soll. Ja. So, weiter geht's. Ja, das wird keine große Ole und das war es. In-Game-Sound bitte leiser ist halt immer das Verhältnis zum Mikrofonsound. Ja, hier habe ich ja auch dazu geschrieben, der Bogen ist immer sehr laut und die Türen sind sehr laut. Entweder ich ändere die Sounds in Minecraft, beziehungsweise mit 1.8 soll es ja gerüchteweise schon sein, dass die Türen zumindest nicht mehr so laut sind. Ja, andererseits möchte ich eben die Ingame-Lautstärke nicht zu weit runterdrehen, weil man dann eben zum Beispiel nicht mehr hört, wie ich da rumlaufe. Und diese Schritte, das finde ich, das sollte man hören. Für mich würde nämlich sonst was eben vom Spielgefühl her fehlen und für euch sicherlich auch beim Video. Es ist einfach dann Atmosphäre, die da zukommt. Ingame-Sound auch ein bisschen leiser, dann wenn ihr hier lauter einstellen. Gut versteht, ja, ist es dann mit dem Bogen richtig. Das ist es nochmal, was ich eben hier angesprochen habe. Ist eine Sache, die man noch verbessern kann, optimieren kann, ganz klar.
Schauen wir mal, was da in 1.8 kommt. Wie gesagt, ich habe Leuten hören oder gehört, gelesen, dass da eben zum Beispiel Türen leiser sein sollen. No. Das war jetzt hier Folge 147. Ja, stimmt. Eigentlich wollte ich mich in der Folge ja kurz fassen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ist dann doch über eine halbe Stunde geworden. Na, und wie auch im Rest der Folge immer alles anders als erwartet. Folge 148. Ja, Kommentare von LPern und Abschied von einer treuen Gefährtin. Ja, da habe ich das erste Mal ein Thema angesprochen, was ich jetzt in diesem Video, also in diesem Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, schon mal angesprochen habe. Kommentare von Let's Playern, bei denen man ja eigentlich davon ausgeht, dass die, oder ausgehen sollte, dass die Ahnung haben, ne? Wenn jemand schon ein LP im Namen zu stehen hat. Schauen wir noch mal. Ja, danke wegen des Beileids für meine Schreibtischlampe. Wie gesagt, 16 Jahre lang hat sie mir treue Dienste geleistet. Steht auch noch hier an ihrer alten Stelle. Ja, leider ausgeschaltet, und solange übernimmt eben eine kleine Stehlampe ihre Aufgabe. Die macht ihre Sache auch ganz, ganz gut soweit. Das geht. Aber ja, ersetzen. Ich werde mal sehen, ob ich sie ersetzen muss oder ob es reicht, wenn ich das Leuchtmittel ersetze. Denn sie ist mir über die Jahre doch ans Herz gewachsen und macht hier richtig gute Arbeit, wenn es darum geht, meinen Schreibtisch auszuleuchten. Ja, und ja, warum sich voneinander trennen, bloß weil die Lampe kaputt ist, ne? Sehen wir mal, was da kommt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. No? Ja, wie elegant du deinen Seebaufehl als Quelle tarnst. Für diesen Seebaufehl habe ich noch eine ganz geile Idee bekommen. Haha, wird dann aber in den nächsten Folgen kommen. Behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ich werde im Kommentar dazu dann. Da kommt noch was. Haha, ja. Da ist mir nämlich noch mal was richtig Geiles eingefallen, wie man diesen Fail als Quelle tarnen kann, beziehungsweise dann noch richtig ausnutzen kann, dass das richtig nach Absicht aussieht. Manchmal ist eben so ein Fail sogar zu einer richtig guten Idee, die Inspiration. Ja, ja, TNT-Fail, dass der TNT-Block da nicht runtergeplumpst ist und unten explodiert ist. Okay, aber ja, wir lieben doch alle, wenn jemand auf ein bisschen sich so ausrutscht, ne? Fails bei anderen, Schadenfreude und so. Na, ja. No, nix dagegen auch. Ah, hier, Masterable Classic, Let's Played ja selber auch und schreibt extra rein, jetzt nicht wegen diesem Kommentar auf meinen Kanal ging. Wenn Werbung, dann würde er das anders machen. Okay. Gerade wegen diesem Kommentar, wenn der Junge schon so mitdenkt, schaut mal vorbei. Ja, wieder Video nicht zu Ende geguckt, darauf nochmal der Kanal, und schauen wir mal weiter. Herzlichen Dank für die Hilfe, Minecraft-Wiki. Ja, hier nochmal die Frage: Superlutsch. Die Übersichtskarte, wie gesagt, mit Cartographer. Wie gesagt, dazu mein erstes Toolbox-Video. Dafür habe ich die Dinger gemacht. No. Dann sehen wir die anderen Dinge auch noch an. Alle gefallen sie mir. Welches Texturenpack? Also ich hab's gewöhnt mir ja inzwischen an, dazu zu schreiben. Bei den ersten Folgen war es eine personalisierte Version vom Painterly Pack. Da konnte man sich so die Sachen selber zusammenstellen. Dann das Bordercraft, dann LB Photorealism und eben jetzt schließlich hier das von Downy. Aha. Einfach mal durchgucken, die Folgen ein bisschen vorher, ein bisschen hinterher, die Beschreibung lesen. Meistens erwähne ich es irgendwo oder schreibe es halt rein, und inzwischen versuche ich es mir anzugewöhnen, es regelmäßig in jede Beschreibung reinzupacken. Dass ich da mal dir vielleicht eine oder andere auslasse, schaut einfach ein Stück vorne und hinten nach. Um Gottes Willen, kann doch nicht so. Ja, geht schneller als einen Kommentar zu schreiben. Nur mal so rum. Dann, ja, Beileid für die Schreibtischlanke, danke. Und ja, hier nochmal die Sache mit der Wasserquelle Vater Vögeli, der mir doch
jetzt in den letzten Folgen negativ aufgefallen ist und inzwischen auch einen Block von mir bekommen hat, weil er einfach zu drei Folgen einfach dreimal denselben Kommentar einfach mit einem Link zu seinem Video ohne Text zu meinem Kommentar gepostet hat. Also einfach recht schamlos Werbung für sich gemacht hat. Ja, da gab es einfach den Block fertig. Der Kommentar hier bleibt aber einfach noch stehen. Na, einfach ein Block Erde auf die falsch gesetzte Wasserquelle, dann ist nämlich das Wasser weg, richtig? Und den Block dann wieder weggemacht, dann ist wieder alles so wie vorher. Klar, sicher, macht doch eben jeder, ne? Und genau deswegen mache ich das nicht, sondern mir ist halt die Idee gekommen, klick, 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 das Ding mit ein bisschen Erde als Quelle zu tarnen. Und hätte ich die Quelle so weggemacht, wäre mir nie die Idee gekommen, die ich da noch umsetzen werde, an genau dieser Stelle. Ihr dürft gespannt sein. Das wird nämlich was richtig Hübsches. No. So, was geht's hier weiter? Lassen wir nochmal durch. Nochmal. Ach nee. Ja. Na, ich habe sie einfach nochmal geschrieben. Antwort gab es schon öfter. Und diesmal steht sie tatsächlich in der Beschreibung. Dafür sind die Dinger da, Leute. Beschreibungen lesen. So. Okay, 148. Folge 149. Ja, wir sollen die lustigen Holzhackerbohren. Die letzte Folge vor der großen 150, bevor der Marathon anfing. Damit sind wir ja auch hier schon fast durch. Guti, ja. Da habe ich einfach mal Holz geerntet auf Puerto Vallarta. Eine ganze Folge lang, dass ich fast eine ganze Diamantaxt dafür verbrauchen werde. Das wusste ich, dass das aber eine Dreiviertelstunde dauert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet zu Anfang. Aber egal. Ja. Auch wenn hier Minecraft Mod Tutorial sich erstens mal darüber freut, dass er Erster ist. Ihr kennt meine Meinung zu Erster Kommentaren, okay? Auch wenn das als Joke gemeint ist. Wenn er einen schlechten Tag bei mir erwischt, ist das Ding weg. Ja. Wird sicher wieder geil. Was hättest du jetzt gemacht, wenn die Folge absolut in die Hose gegangen wäre? Frage ich mich mal. Dann hättest du nämlich extrem blöd dagestanden. Aber ist dein Problem. Na? Wie gesagt, schreibt eure Kommentare bitte, nachdem ihr das Video komplett gesehen habt. Ja? Ich bin so tückisch. Ich baue nämlich irgendwann mal eine Folge, wo so ein Dreher drin ist, dass alle, die vorher kommentieren, so blöd dastehen und so mit offener Hose erwischt werden. Ja? Und dann wird das nochmal kommentiert und dann nochmal als Video rumgepustet, dann kriegt das alle Welt mit. Ha! Ja, das wird meine Rache sein. Darauf freue ich mich schon. Wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Arion schreibt hier, er findet die Folgen, die 20 Minuten lang sind, um die 20 Minuten lang findet er besser. Ja, also die Dreiviertelstunde, okay, das ist schon wirklich. Aber okay, dieses Video hier wird auch wieder eine knappe Stunde lang werden. Ich sehe es hier schon fast. Ich ahne es, ich fürchte es, aber müssen wir einfach mal durch. Und es gibt eben ja auch ausdrückliche Fans meiner langen Videos. Ja, eigentlich so 20, 30 Minuten finde ich eigentlich auch so am besten. Es wird halt immer mal länger. Ich weiß nicht warum. Na, vielleicht einfach, weil ich so viel zu erzählen habe oder so eine Plaudertasche inzwischen geworden bin. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht von mir gedacht, dass ich mich so entwickle, dass ich also hier wirklich eine Stunde am Stück durchpalavere. Ohne Punkt und ohne Komma hätte ich fast gesagt. Also zwar sehr wohl mit Punkt und Komma, aber eben eine Stunde durchpalavere, einfach so hintereinander weg, ohne Vorbereitung, ohne alles, sondern einfach mich hier an den Kommentaren langhangle. Ja, wenn ihr mal die ersten Folgen seht, da kommentiere ich doch noch ganz anders. Ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass man sich entwickelt, dass Übung halt den Meister macht, ne? So, was haben wir hier? Du musst den Gronkh nicht damit ernst nehmen. Ja, genau, da habe ich nochmal über Gronkh gesprochen. Da hat er ja auch, genau, erstens mal enthüllt, dass alte Staffel, neue Staffel, alte Welt, neue Welt tatsächlich eine Welt waren und hat dann aber noch einen draufgesetzt, indem er auch so getan hat, also es gefaked hat, als ob die Let's Show Welt auch in dieser Welt noch mit drin wäre. Und das ist ja nun nicht der Fall. Ja, den
Trick hat er dann selber in derselben Folge noch aufgelöst. Aber ich wollte es halt nicht verraten für jemanden, der es halt noch nicht gesehen hat. Deswegen kommt hier der Kommentar von Gamer Tobias. Und ja, mal schauen, was da noch kommt von Gong. Bin ich drauf gespannt. Das Ende der Welt, wie er sich das vorgestellt hat. Und er hat ja dann schon angekündigt, dass er halt mit 1.8 eine neue Staffel anfängt. Ob jetzt komplett neue Welt oder ob er die Sachen aus der alten Welt teilweise mit übernimmt. Was er sich da ausdenkt, mal sehen. The Speed hat hier vorgeschlagen den Mod Better Than Wolves. Da kann sich eben richtig Windmühlen, Wasserräder und so weiter bauen. Alles voll funktionsfähig. Ja, ich lasse eben die Finger von Mods, ohne die ich die Welt nicht mehr spielen kann. Denn wenn ich das gemacht hätte, dann hätte diese Welt nicht so lange überlebt. Ja, denkt dran, die ist aus der Beta 1.1 noch. Diese Welt. Ja. Und ist damit schon eine Ausnahme. Und ich hoffe mal, ich drücke mir die Daumen, dass ich sie ohne Probleme oder ohne große Probleme in 1.8 und in den Folgeversionen noch weiterspielen kann. Denn die ist mir natürlich inzwischen ans Herz gewachsen. Jetzt nochmal komplett neu in der Welt anzufangen, würde mir sehr, sehr schwer fallen. Also ich glaube, da würde ich fast eher dann auf die neuen Features in der neuen Version verzichten, als hier meine Welt über Bord zu schmeißen. Ja. So, was haben wir hier noch? Meine Frage, was gefragt hast, wie viel meinst du? Was hast du denn? Okay. Ich habe einen normalen 40-Stunden-Job mit einer ziemlich langen Anfahrt. Ja. Und nein, ich bin nicht YouTube-Partner. Ja, obwohl YouTube hier schon mehrere Male wieder angeklopft hat. Interessanterweise immer wegen der Folge Gute Zeilen, Schlechte Zeilen 11, die ja nun erst schon eine Weile her ist, die auch kaum einer aktuell mehr gucken dürfte. Aber die scheint da irgendwie bei denen in der Statistik noch aufzuleuchten. Und eigentlich, obwohl sie schon längst abgegessen ist, egal. Ja, das mit dem Mikro, ich weiß, dass ich da halt auch sehr oft reinatme, beziehungsweise ihr mich da pusten und husten hört, liegt einfach daran, dass das Mikro relativ dicht vom Mund sein muss, vom Headset, so wie ich es trage. Wenn ich es eher seitlich hätte, wäre der Ton zu leise und der Popperstopper, der drauf ist, der ist relativ klein und reicht hier offensichtlich nicht aus. Das heißt offensichtlich, man kann es ja nicht sehen, man kann es nur hören. Also der Popperstopper, das ist dieser Schaumgummikopf, den man auf dem Mikro hat. Na, ich ziehe den hier einfach mal probehalber ab. So. Und jetzt hört ihr mich ohne Popperstopper und das heißt, ihr müsstet mich also noch stärker atmen hören, jeden kleinen Lufthauch na, hier hören. Und gerade eben die Knalllaute wie P und T, ja, diese Sachen, die müssten halt im Mikro besonders laut und unangenehm knallen. So, ich versuche das Ding hier jetzt mal wieder darauf zu praktizieren. Den kleinen Überzieher hier drüber. So, Entschuldigung. So, dann sollte es jetzt wieder etwas besser sein. Mal schauen, ob ich mir da einen größeren oder besseren organisieren kann. Muss man mal gucken. Ansonsten erstmal einfach damit leben. No. Ja, danke jedenfalls für den Tipp. Habe ich im Auge. No. Wolle kannst du am besten mit einer Schere abbauen. Ja, weiß ich inzwischen. Schon seit 1.6. Ich bin ja eine, zwei Folgen extra auf 1.6 geblieben, um halt scharfe oder Schere, Wolle mit dem Spaten abbauen zu können und noch nicht zur Schere greifen zu müssen. Und ja, ich bin Berliner. Ja. WMV im Titel bleibt eben manchmal hängen. Da habe ich es dann wieder rausgenommen, wenn es mir auffällt. Na, nehme ich das mir raus. Ja, hoffentlich fasst Dutchman sich bei Folge 150 wieder so kurz. Ja, ihr wisst ja, dass ich das nicht getan habe. Ne? 3,5 Stunden. Die sind ja nicht unbedingt als kurz zu bezeichnen. Okay, damit sind wir jetzt hier auch soweit durch bis zur Folge 150.
angekommen. Glaube mal, den Marathon werde ich dann nochmal extra kommentieren. Und wir werden auch mal einen Blick werfen auf die Kommentare zu den Toolbox-Videos. Die haben wir nämlich bisher vollkommen vernachlässigt. Und die Kommentare zu dem Video bzw. zu der Playlist, oder die ich gemacht habe hier, wichtige Basics für LPR. Das wäre auch nochmal ein Thema, was so in den Vordergrund mal gestellt werden müsste. Könnte, sollte. Und dann gibt es ja noch die TM2-Videos und andere und was da noch kommt. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich werde mich jetzt erstmal an das Tutorial setzen, wie ihr also selber mit einfachen Mitteln eine Videoantwort machen könnt zur Mitbauaktion. Na, denn da hoffe ich, passiert noch einiges, da wird noch hoffentlich einiges los sein, da werden noch hoffentlich einige Antworten eintrudeln, ja, von Leuten, die da in meiner Welt was gebaut haben und das vorstellen wollen. Bis dahin, adieu mit Ö!